Und damit hallo, hallo und herzlich willkommen zur WWE 2K24 oder bei uns eben ECW 2K24. Zweiter Teil von unserem Pay-Per-View Hardcore Heaven. Die erste Hälfte haben wir schon geschafft. Da hat sich Rob Van Dam durchgesetzt, hat den Titel zurückgeholt von Mike Awesome. Wir haben Eddie Guerrero hat gegen Kid Cash verloren. Dazu haben die Public Enemy hier in diesem wilden Four-Way Tornado Tag Match gewonnen. Jolynn hat sich gegen Sabu durchgesetzt, hat so seinen FTW-Title verteidigt. Taz hat gegen Shane Douglas in einem Submission-Match gewonnen mit der Taz-Submission. Jetzt geht es eben weiter mit einem Six-Superstar-Gauntlet-Eliminator-Match um den Damentitel. Mehr oder weniger alle Damen, die wir bei uns im Roster aktuell haben. Ich kann schon versprechen, im nächsten Teil kommen dann noch mehr Damen dazu. Wir haben einmal Chess, Aptina Champions gegen Stacy Keibler, Tammy Lynn Sitch, Dawn Marie, Francine und Lita. Dann folgt noch der Brawl zwischen Tommy Dreamer und Stone Cold Steve Austin, wird auch interessant werden. Und im Main Event haben wir ein Number One Contender Match um den Television Title zwischen Chris Candido, Rhino, Super Crazy, Justin Credible und Bam Bam Bigelow in einem Five Superstar Gauntlet Eliminator Match. Los geht's, viel Spaß. Einzug machen wir jetzt hier mal aus. Ich glaube, außer Stacy Keibler haben wir schon alle Damen hier gesehen. Ich weiß noch gar nicht, wem ich spielen soll. Ob ich wirklich versuche, nach erster Gegner. Ich habe, weiß nicht, wie die Regeln sind. Es ist super. Also ich glaube, da kommt nach und nach immer jemand rein. Ich glaube, wir spielen hier einfach mal. Ich muss mit Stacy Keibler spielen. Wir spielen mit Lita. Wir spielen mal mit Lita. Dass die beiden fangen hier an und sobald dann der erste Pin gefallen ist, kommt ein weiterer mit rein, so habe ich das zumindest verstanden. So kein Zeitlimit, sondern wirklich, wenn die beiden fertig sind, wenn da der erste Pin, der erste Brawl gefallen ist, dann kommt die nächste Teilnehmerin in den Ring rein und geht dann halt so lange weiter, bis dann am Schluss die neue oder alte Championess fest. Nein, es kommt doch ein Pin, okay, es kommt doch ein Count, gut. Na gut, dass ich mir die Regeln. Die Regeln gut gemerkt habe, also Tamilin Sitch Nummer 3. Dann geht es doch so lang, bis alle hier im Ring sind. Aber trotzdem Elimination Rules, das heißt, es muss jeder, Broken Runner von Lita, es muss jeder gepinnt werden. Also, erster Fall langt hier nicht aus, muss jeder wirklich bis 3 auf die Matten gehalten werden oder eben aufgeben. Next Broken Runner, oh, schön von Lita, die da hier mit. Tamilin Sitch auch Francine ausnockt. Vielleicht kommt die vierte Teilnehmerin in den Ring. Das ist Dawn Marie. Da glaube ich nicht, dass es irgendwelche Diskriminierungen gibt. Müssen wir mal schauen. Können wir zuschlagen, wie wir wollen. Lita mit einem Twist of Fate an Dawn Marie. Nur bis 2. Die tief folgen wahrscheinlich. Stacy Keibler kommt derweil als Nummer 5 rein. Die tief von Lita. Und damit ist Dawn Marie eliminiert. Draußen wird derweil Stacy Keibler von Francine mit dem Singapore Cane vermöbelt. Da ist, dann Chaz, unser amtierender Championess, unsere letzte Teilnehmerin in diesem Match. Also jede Dame muss hier gepinnt werden, letzte dann übrig bleibt. Double Team Move hier, Double Move hier von Francine. Können wir den Switch hier mal mit einer offensiven Aktion? Scheiß, kommt jetzt auch in den Ring. Die Frische ist der auch, aber dafür ist sie die Championess. Schnappt jetzt hier Lita den Baseball-Bat weg. Lita
Alle übrig gebliebenen Damen hier im Ring. Jazz mit dem Leg Drop. Gegen Dawn Marie ist es, glaube ich. Francine ist es noch. Schmeißt jetzt hier Lita übers oberste Seil raus. Kann sie aber festhalten. Für die beiden härtesten Konkurrentinnen sind hier Lita und auch Stacy Keebler hier für Jazz. Anderen beiden eher nicht so als die als Wrestler bekannt. Eher als Ringbegleitung, Leichtbegleitung, Ringbegleitung. Und das weiß Chase natürlich auch. Vito unterbricht hier das Cover, wahrscheinlich den Showdown aufrechterhalten. Und eliminiert ihrerseits damit Francine. Und noch dabei Jazz, Stacy Keebler, Emily und Sitch, die echt lang hält hier schon mittlerweile. Und eben Lita. DDT von Lita gegen Tammy Lynn Sitch. Als Doppelcover. Da kann Jazz auskicken für Tammy Lynn Sitch. Ist aber zu spät. Die kommen nicht mehr raus hier. Mit Lita bisher alle Teilnehmer bisher eliminiert. Nächster DDT gegen Stacy Keebler. Und auch Stacy Keebler ist raus. Und bleiben noch die beiden vermuteten Damen übrig. Jazz und Lita. Und Fehde, die sich seit Wochen, wenn sogar Monaten zieht. Zwischen den beiden Damen. Mach Kraftdemonstration hier von Jazz. Hier Lita wie ein Spielball rumwirft. Ein Reversal von Lita. Harter Punch. Der nächste DDT, der erfolgen soll. Reicht das aus? Und nur bis zwei. Ja, was? Lita leicht verzweifelt. Was soll sie noch machen, ja? Hier das oberste Seil. Big Splash. Auch nur wieder bis zwei. Twist of Fate. Letzte Möglichkeit, aber gekontert von Jazz. Sich jetzt hier den Stuhl schnappt. Und Lita springt vorher vom obersten Seil, vom Apron weg. Will jetzt hier Jazz nach draußen befördern. Und Suplex nach draußen von Lita. Also hat keine von beiden jetzt hier einen Vorteil oder einen Nachteil gehabt gefühlt. Lita kommt also als erster auf die Beine. Wenn Spinning Heel Kick. Oh, there's the old
The stump puller. Leg snap. Ja, irgendwann müssen beide wieder in den Ring zurück, nur da kann eine Entscheidung fallen. Spear von Jazz jetzt hier an Lita, die rollt aber Jazz ein. Reicht das aus? Tatsächlich. Tatsächlich mit dem Surprise Roll-Up pinnt hier Lita tatsächlich am Ende auch noch die letzte Teilnehmerin Jazz und holt sich hier so zum ersten Mal die ECW Women's Championship. Dann gab es Twist of Fates und DDTs gegen jeden. Angelica, Miss Continuity, Lita, neue Damian Championess. Sehr schön. Mal direkt hier ohne Schnitt weiter zum Brawl zwischen Tommy Dreamer und Stone Cold Steve Austin. Keine Ahnung, wo das jetzt anfängt. Backstage Brawl heißt, aber wo das genau anfängt, ist erst aus, wenn hier einer von beiden Teilnehmern K.O. ist. Da ja. Ja, bis einer von beiden nicht mehr kann. Das ist so das, was hier passieren wird. Wie man schnappt sich hier einen Stuhl. Und jetzt Austin hier auf den Tisch drauf. Wenn er irgendwas machen kann, ey, ne? Schon ein bisschen doof, wenn er irgendwo runterspringen kann. Wozu ist, was ist denn der ganze Sinn von diesem Tisch hier eigentlich? Oh, jetzt Austin muss da hart in die Absperrung rein. Jetzt noch das gelb-schwarze Klebern da, damit man dagegen rennt, aber Atomic Drop hier außerhalb jetzt. Dann gibt es den Whip-In gegen die Box. Wieder geht's gegen die Betonwand. Dreamer läuft jetzt zum Raw Set. Wir sind bei einer ECW Show, da brauchen wir kein Raw Set. Denkt sich jetzt wohl Tommy Dreamer auch. Und schleudert hier Austin erstmal rein. Wenn wir den Fernseher irgendwie kaputt machen. Ja, sowas wollen wir hier nicht bei ECW haben. Keine Unterstützung. Für Raw. Took him out at the knee. Ooh, stiff kick. Leg Drop jetzt. Kommen wir sonst noch irgendwo hin, außer dieses Raw-Set. Schauen wir, was hier vorne noch ist. Und hier geht's noch weiter. Hier ist der Exit. Hier haben wir noch einen. Ja, kann man nicht raus. Mit der Box irgendwas machen, draufklettern könnte man. Ja, gut, das war ja blöd. DDT auf dem Betonboden hier. On Austin. Ja, jetzt hat schaut, ob er hier irgendwas findet. Dass er hier Anlauf nimmt. Jetzt hier gegen den Getränkeautomaten hier von Tommy Dreamer. Und er schnappt sich eine Dose, die herausfliegt. Und schlägt er mit der Dose zu. Wirft jetzt auch damit. Piledriver auf dem Betonboden. Austin ist noch nicht out. Das Match ist noch nicht vorbei. Dass hier Dreamer Driver folgen. Kann aber Austin kontern. Stunner.
Will sich jetzt hier selber ein kühles Blondes holen. Überlegt sie dann doch anders. Jetzt gegen die Absperrung hier. Was zum Glück, dass hier eine Absperrung ist. Austin schleppt jetzt hier Dreamer ins Raw-Set zurück. Er kann sich gerade überhaupt nicht mehr wehren. Ah, der Pan schickt hier Tommy Dreamer zum Boden. Dreamer kontert mit einem Headbutt. Reversal, da geht's gegen die blaue Tür. Spinebuster. Rippen. Fliegt Tommy Dreamer fast schon von der Rampe runter. Hat hier Austin irgendwas vor? Hat Tommy Dreamer am Straucheln. Jetzt hier beide gefährlich nah an der Kante. Dreamer zumindest mal mit einer kurzen Aktion. Um sie erstmal zu flüchten, krabbelt die Empore hier hoch. Versucht jetzt hier irgendwie von Austin wegzukommen. Ah, natürlich ein guter Plan, dass der Austin oben ist. Wartet hier schon Tommy Dreamer auf ihn. Auf diesen also Tritt in die Magengegend. Leg Drop und das war's tatsächlich. Der Leg Drop auf den Gitterboden bringt dann den Knockout-Sieg für Tommy Dreamer. Am nächsten Match haben wir ein 5-Star-Gauntlet-Eliminator-Match, also quasi das gleiche, was wir schon vorhin bei den Damen hatten. Hier geht es um die Nummer 1-Herausforderung auf den Television-Title. Chris Candido gegen Rhino, der erst seinen Titel gegen den Salmon verloren hat. Super Crazy, Just Incredible und Bam and Bigelow. Hier machen wir einen Zugang auch aus und dann spielen wir hier mal, ehrlich gesagt, mit Bam and Bigelow. Weil Chris Candido noch gar nicht spielt, nehmen wir Chris Candido. Und da gleiche Regeln wie beim Damen-Match eben vorhin. Jeder Superstar muss gepinnt werden. Letzter, der übrig bleibt, ist der Nummer 1 Herausforderer auf den TV-Title. No gimmicks needed, Chris Candido. Eine Ringbegleitung, Ex-Frau, nachdem ihr was nimmt. Haben wir heute schon im Einsatz und schon im Damen-Titelmatch erfolglos gekämpft. Candido auch schon viel zu früh verstorben. Und super crazy nächste Teilnehmer. Das Candido legt die Beine auf, sei versucht hier den unfairen Pin so zum Sieg zu kommen, also zumindest hier um Rhino zu eliminieren. Bump Handle Slam von Rhino in einem Power Slam. Super Crazy hat sich auch die Chance hier durch seinen Sieg neulich gegen Little Guido war es verdient. Rhino ist außer vom Ring. Bringt den Singapore K mit rein. Aber nach dem Elbow Drop, aber noch zu früh. Na, Chris Candido hat hier keinen Bock auf diese Hardcore-Aktionen. Jetzt kommt Just Incredible rein. Und er versteckt sie jetzt hier. Ihr habt Just Incredible schon gesehen, hat auch schon gesehen. Also von dem her, jetzt ist hier gleich außerhalb vom Ring in der im Einzugsbereich los. Kommt gleich der nächste dann mit rein. Und die beiden bis dahin im Ring angekommen sind. Just Incredible jetzt auch im Ring. Nächstes Bam and Bigelow. Ein Teamkollege von Chris Candido vom Triple Threat. Aber nicht in diesem Nummer 1 Herausforderer-Match.
gerade bezweifle, ob es Bam und Bigelow in den Ring schafft. Wir haben noch einen Teilnehmer übrig, der noch kommt. Bam Bam macht sich auf den Weg zum Ring, rennt hier an Dusty Cradle vorbei, der erstmal verdutzt schaut, dann aber den Elbow an Chris Candido anbringen kann. Super crazy. Und Bam Bigelow im Ring natürlich klarer Gewicht zum Größenportal für Bam Bigelow. Suplex im Ring. Nee, es kommt keiner mehr. Wir haben nur ein 5-Way, es kommt kein Sechster mehr. Bam Bigelow ist over the side jetzt. Einigen Headbutt soll hier folgen. Nein, Elbow Drop ist kein Lieder, bloß ein Elbow Drop. Schöner Handspring, Elbow. Und super crazy gegen Bam Bigelow. DT jetzt im Ring. Und super crazy. Hier haben wir dreimal noch draußen. Super crazy. Greift jetzt auch mal unter den Ring. Schau, was da noch so alles drin ist. Entscheidet sich für den Singapore Kane. Zwei nur gerade der Einzige, der im Ring ist. Das Candido wollte zumindest rein, aber Just Incredible hat hier erstmal draußen gehalten. Also früher oder später brauchen wir hier mal eine Entscheidung im Ring, bevor hier alles zusammenbricht. Doch kein K.O. Das heißt, es muss ein Fall im Ring passieren. Bigelow jetzt mit der Eisentreppe auf Rhino. Das Kind ist im Ring mit Bam Bigelow. Harte Clothesline von Bam Bigelow. Und damit auch Chris Candido jetzt am Bluten. Nimmt jetzt hier Chris Candido hoch. Running Power Slam. Candido rollt sie erstmal raus und geht zumindest so, dass er gepinnt wird. Wieder Handspring, Elbow. Und super crazy. Aber der Pin an Bam Bigelow geht nur bis 2. Und draußen war jetzt schon Chris Candido mit dem Singapore Cane. Jetzt nutzt es aber Bam Bigelow. Rennt das Candido voll rein. Jetzt haben wir hier Sledgehammer gegen Singapore Kane. Ja, deswegen habe ich das Ganze aufgesplittet, weil ich wusste, dass das Match hier lang dauert, auch länger dauert als das Frauenmatch. Jetzt Powerbomb von Chris Candido draußen gegen Bam Bigelow. Pin von Rhino gegen Just Incredible. Und damit ist Just Incredible der Erste, der in diesem Match eliminiert ist. Mit super crazy Stuhl reingebracht in den Ring von Rhino, da liegt er erstmal wieder ab. Backslide von Chris Candido am Bam and Bigelow, aber nur bis 2. Da denkst du, was machst du denn hier, der Kollege? Harter Stuhlschlag von Rhino. Nächster Ansatz zum Powerslam. Nein, er schmeißt ihn aufs oberste Seil. Und das Coverversuch von Chris Candido, der mehr oder weniger auf ihn drauf fällt, auf Rhino, aber nicht erfolgreich.
straight brutality coming right at you. I can see up to the rafters and there's not a single person sitting down. What an environment this is. Suplex on Rhino gegen Chris Candido. Und ja, Slingshot auf den Stuhl von Bam Bigelow gegen Super Crazy. Russian Leg Sweep von Rhino. Bricht der Singapore Cane am Rücken von Rhino zusammen. Shoulder Block von Bigelow gegen Super Crazy. Sie hier so die anderen beiden gerade ein bisschen eine Auszeit draußen, überlegen ihre nächsten Züge, während Bam Bigelow jetzt mit Chris Candido im Ring zu tun hat. Cover und damit ist Chris Candido eliminiert. Nice, Bam Bigelow, Rhino und Super Crazy bleiben damit noch über. Ja, mal gucken, ob die jetzt hier noch einen Sieger finden. Ich bin raus. Ich laufe jetzt hier aber planlos hin und her. Kann aber nichts mehr steuern. Deswegen mal gespannt, wie die ganze Sache ausgeht. Man macht jetzt hier auch keine Anstalt, mal wieder in den Ring reinzugehen. Das ist alles erstmal draußen. Das ist ein Heelkick von. Ah, ich glaube beide mal, aber dann wäre mit Bigelow Tritzer nicht gescheit. Backslide, ja, außen bringt das nicht viel. Nächste Hetz ist er. Ich sag, früher oder später müssen wir in den Ring rein. Jetzt versucht es auch Super Crazy, indem er hier Bam Bigelow wieder reinschmeißt. Auch er selber muss wieder rein. Rhino ist dafür verantwortlich. Ach, wieder Super Crazy rollt sich hier raus. Harter Schlag von Rhino. Hier ist das oberste Seil geht, auch nicht eigentlich sein Gefieder. Leute, irgendwann müsst ihr mal pinnen, sonst wird es hier nichts mehr. Aber wenn schon 5-Star-Matches, DDT von Super Crazy. Auch da, Bam Bigelow wieder raus. Jetzt pinnen doch. Discus Punch. Rhino sackt er in sich zusammen. Das ist der Cover. Dann Bigelow bejaht das von draußen, so ja. Aber Rhino kann auskicken. People's Elbow jetzt von Super Crazy. Und der Standing Moonsault. Bam Bigelow nimmt aber Super Crazy hoch. Running Sit-Out Breaker, keine Ahnung was, Cover gefolgt. Beine auf Seil, aber ich glaube, da hat Rhino vorher schon den Kick gemacht, deswegen
kommt der Pin hier nicht zustande. Next Breaker. Och, Leute. Spinebuster von Rhino. Cover. Ref zählt. Und damit ist Super Crazy ausgeschieden. Score gegen Bam and Bigelow. Auch hier Cover. Oh, bis 2 nur, da kickt Bam and Bigelow im letzten Moment wirklich noch aus. Rhino schnappt sich jetzt den Sledgehammer. Nächster, nochmal ein Gore gegen Bam and Bigelow, das muss es doch gewesen sein. Und da ist die 3, damit unser ehemaliger Television Champion zurück im Titelrennen ist hier neue Nummer 1 Herausforderer im Main Event von Hardcore Heaven. Und die Endsequenz war echt gut, dazwischen war es ein bisschen langweilig, aber sonst war es echt gut. Damit ist unser Pay-Per-View auch Geschichte, Hardcore Heaven ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dran. Ich zeige mal ganz kurz, wie wir in den nächsten Zyklus bis zum nächsten Pay-Per-View mit aufnehmen. Neu mit dabei die Angry Amish Chicken Roadkill. Beulah McGillicuddy. Danny Doring. Dann Verstärkung für die Damen-Division mit Luna Vachon. Masato Tanaka. Und zu guter Letzt Steve Corino. Ein paar Wrestler haben jetzt erstmal eine Auszeit bekommen, dafür haben wir neu mit reingenommen und dann haben wir die nächsten Wochen bis zu unserem nächsten Pay-Per-View, der ist dann Heatwave. Also schaltet wieder ein, gerne mal dazu schreiben, ob ihr das Ganze geil findet und ja, dann sehen wir uns die Tage wieder mit dran, sauber bleiben, so schaut's aus, ciao.